Willkommen zu einer neuen Runde Paladins. Heute sind wir als Victor unterwegs mit dem Code Grünskin, weil der ist irgendwie einfach cool, ich weiß auch nicht. Anfangs mochte ich den gar nicht so doll, aber nachdem ich auch ein bisschen mit ihm gespielt habe, so habe ich ihn irgendwie lieb gewonnen. Allerdings muss ich sagen, dieses Gameplay ist ein klein wenig Chaos, denn wie ihr hier seht, wie ich schon die ganze Zeit so durch mein Visier laufe, habe ich beschlossen, ach guck mal Leute, ist ja ein Ranked Game, ich glaube ich probiere mal was aus. Und zwar haben wir hier dieses Deck. Ihr seht da drüben Schussposition auf 5. Das heißt, während ich ziele, bin ich super schnell. Das habe ich noch nie vorher gespielt und einfach hier mal ausprobiert und bin anfangs nicht wirklich drauf klargekommen. Also bitte nicht wundern, dass es hier ein ziemliches Chaos-Spiel ist am Anfang. Und eigentlich ist das ganze Game Chaos, also das nur mal dazu. Ich muss mich erstmal richtig daran gewöhnen, dass ich extrem schnell laufe, während ich da schieße. Und das ist gar nicht so einfach. So, Inara natürlich frisch am Machen und Tun hier. Die Gegner waren etwas dumm. Und zwar haben sie Drogos gesecondpickt, ne? Was nicht allzu schlau ist, weil dann kann einfach jeder Drogos auskontern. Okay, die Granate war eigentlich mega der Fail, aber hat trotzdem den Kill gemacht. Richtig geil, auf jeden Fall. So. Ja, wir spielen natürlich die Granatenlegi, ne? Ja, aber was ich sagen wollte, natürlich kann dann einfach jeder Drogos auskontern. Ich bin am Arsch. Ja. Die Reichweite von Ashe killt mich. Double Kill für Ashe. Dreifach-Kill hingegen aber auch für Andro, ne? Weil, ich meine, wir haben Andro und Victor, das sind zwei Drogos-Counter, das countert auch Willow, weil die haben einfach Willow und Drogos eben gefirst-pickt, als erstes und als zweites, und das ist einfach nicht schlau. Allgemein Drogos überhaupt niemanden, den man früh pickt, den pickst du vielleicht als letztes, vorletztes, wenn du siehst, ah, die Gegner haben keine Konter, was schon fast ein Wundergrenz, weil inzwischen so gefühlt fast alles, was direkt Schaden macht, Drogos auskontert. Ne, also Lian, Victor, Andro. Das ist einfach hart. Der Drogos hat es nicht leicht. So, ich habe Ashe da jetzt ein bisschen aus den Augen verloren. Mega. Das mit dem Eng muss ich echt noch hier reinkommen. Ah, keine Sorge, es wird noch besser. Kann ich schon mal spoilern. Das ist nur am Anfang ein bisschen Chaos. Apropos Chaos, wir kämpfen schon gleich 3 Minuten und bisher ist irgendwie noch kein Punkt eingenommen worden. Wo ist denn Ashe hin jetzt schon wieder? Achso, die ultet. Ja, okay. Willow haben wir da ein bisschen low gedamaged. Andro konnte den Kill nicht machen, weil Drogos zur Hilfe gekommen ist. Und macht jetzt den Kill. Wo sind denn hier alle? Okay. Ja, geil. Drogos down. Wollte Fernando ulten, hat aber nicht ganz geklappt. Mann, ich hasse es, ne? Die können sich da immer die ganze Zeit hinten verstecken. Die Granatenlegi von Victor hat ihn einfach so stark gemacht, ne? Seit er diese Legi hat, ist Victor einfach so ein geiler Pick. Das ist unglaublich. Ich weiß selber gerade nicht, was ich hier mache. So verzweifelt irgendwie nach einer Position, wo man mal in Ruhe schießen kann. Aber jetzt haben wir wenigstens schon mal Ashe, das ist gut. Vielleicht kriegen wir das heute noch mal irgendwann hin. Wie, jetzt sind alle weg, oder was? Nee. Drogos ist da. Perfekt. Wir haben übrigens 2-mal geultet während des ganzen Punktkampfs. Sehr interessant. Jetzt sind 4 Minuten fast rum und jetzt haben wir mal das 1:0. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal, hat ein bisschen gedauert. Die Gegner ja auch aus irgendwelchen Gründen schon wieder mit Ashe unterwegs, ne? Klar, die hat Reichweite und so, ne? Aber verstehe ich trotzdem nicht unbedingt. Ja, jetzt versteckt sie sich hinter der Wand und da komme ich dann nicht ran. Werfe ich das Ding hin, aber konnte ja gar nicht sehen, dass sie zwischen abgehauen ist. Habt ihr ja gerade noch gesehen, die ist ja so weggedashed. Aber das konnte ich ja nicht ahnen. Oh, perfekt. Du hast wieder easy aus der Luft geholt. Dann dieses dumme Schild von Ashe. Das nervt gerade schon. Oh, hi. Da können wir eigentlich auch per Nahkampf rausschießen. So, bam. Okay, hat sie noch ganz kurz getroffen und Barrick macht den Kill. Willow ist auch down. Wunderbar, wir pushen vorwärts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin zu low. Oh, danke, Furia. Ah, ich wusste doch, dass er hier noch steht. Perfekt. 30 Lebenspunkte, das ist nicht unbedingt viel, aber Furia ist da mit dem Heal. Und das hat sich gereimt. So, Granate hat gesessen.
Das darf nicht wahr sein. Sie hauen alle ab. Alle hauen sie ab. Bam. Und Drogos ist instant wieder down. Das ist ja unglaublich. Der muss sich richtig verarscht bekommen. So, ich baller jetzt noch mit auf die Nara rauf, aber sie kriegt Andro. Konnte nichts machen. Da dachte ich, vielleicht Ashe noch hinter uns, aber sie ist tot. So. Willow kann ich da oben logischerweise nicht sehen, dass sie nur 1 HP hat. Was, wie soll ich das machen, ne? Kann ja nicht hexen. Okay, ich glaube, wir haben ein Problem. Ja, wir haben tatsächlich ein Problem. Drogos hat überlebt. Und ich hau ab. So, jetzt können wir nachladen und auf die Teammates warten. Drogos kassiert direkt wieder hart. Schießt wieder noch mit rein hier. Da ist er gerade weggedasht, der Damba. Aua. Okay, haben sie. Wunderbar. Ashe ist down. Das ist schon mal ein guter Anfang. Da kommt die andere Ulti. Bam, Willow auch down. Jetzt müssen wir hier, genau, kommen. Inara, perfekt down. Das ist doch so gut wie drin jetzt eigentlich, oder? Da, Ashe ist wieder da, aber das sind jetzt, komm, das sind 4 Leute gegen 1, das kann doch nicht sein. Oh mein Gott, Drogos hat gerade überlebt, aber nee, doch nicht. Ja, und aus irgendwelchen Gründen sind irgendwie alle meine Teammates tot gewesen, leider gerade, durch Ashe. Ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht haben. Aber jetzt habe ich meine Ulti verhauen. Sehr ärgerlich. Wir haben es also gerade noch verteidigt. Ja, gucken wir mal auf die Stats. Drogos ist schon 9-mal gestorben. Zum Vergleich, unser Damager, also ich, ist 2-mal gestorben. Die Leute, deswegen pickt man Drogos nicht als zweites oder erstes, weil du einfach gnadenlos ausgekontert wirst. Guck mal, alles im Gegner, alles in unserem Team jetzt, fickt Drogos weg. Ich fick Drogos weg. Andro fickt Drogos sowieso weg. Nando kontert Drogos auch noch aus. Und Furia und Barrick. Ja, Furia hat auch nochmal direkt Schaden, kann Drogos gut in der Luft schießen, treffen, ne? Also, es ist nicht easy für so einen Drogos, wenn man ihn früh pickt. Oh, apropos nicht easy. Wenn so eine ganze Salve auf mich eindonnert, ist das auch nicht so easy für mich. Oh, komm, die Inara ist doch fast down. Das kann doch wieder nicht sein hier. Jetzt haben wir sie. Die ist so schwer down zu kriegen, dieser Champ, ne? Krank. So, okay. Schade. Hätte man sie auch mal killen können. Ich schieße trotzdem noch mit drauf. So ein bisschen wegen, ihr wisst schon. LOL. Geiler Kill. So, hier wollte ich Andro helfen. Andro ist wieder Outlaw Empire. Na klar, wir können sie ja auch hier irgendwie verständigen. Aber er wurde tatsächlich von Willow aus der Luft geholt. Und oh mein Gott, sie hat mit einem HP überlebt. Das darf nicht wahr sein. Drogos macht den Kill leider, aber stirbt auch selber dabei, immerhin. Okay, Inara will jetzt hier den Kill machen. Das Ding ist jetzt, sie hat ein HP, ich muss nachladen. Und sie killt uns beide, weil Fury mich leider nicht geheilt hat. Hätte sie mir wieder einen hier gegeben? Hätten wir es geschafft. Aber leider hat sie das nicht getan. Sondern ist irgendwo wieder abgehauen, keine Ahnung. Sie hat versucht, irgendwo wegzulaufen. Ja, wie gesagt, hätte sie mir hier gegeben, hätten wir es geschafft. Jetzt haben die Gegner eingenommen. Leider. So, da wollte ich schön ulten, aber wie das eben so ist mit Viktor, sobald die Gegner die Ulti hören, wachsen plötzlich überall Wände aus dem Boden und alle sind weg. Findest niemanden mehr, sind alle verschwunden. Und was will man da machen, ne? Oh, hallo Drogos. Tschüss Drogos. Da kommt das Schild raus, da kann ich nichts machen. Oh! Ja, versuch was wert, ne? Aber ich habe zwar was getroffen, nicht das, was ich wollte, aber ich habe was getroffen, das ist schon mal gut. Okay, hallo Inara. Ah, ist zu viel Damage. Und die Ulti ist schon wieder ready. Klar, wir haben noch ein paar Prozente übrig behalten eben gerade, ne? Deswegen, wir haben ja nicht wieder bei 0 angefangen. Deswegen ist die auch so ultra schnell wieder da. Ja? Schade. Wäre cool gewesen, wenn wir da den Kill bekommen hätten. Inara, Furious da mit dem Heal. Wäre schon noch was, wenn die Inara mich healen würde hier, Mensch. So. Dieses scheiß Rumgekrüppel, aber zum Glück sind wir da ganz schnell rausgekommen.
Ah, Furia rettet sich schnell. Mit ihrer Ulti. Kann sie auch machen. Eine Minute ist noch Zeit. Da kann man das auch easy wieder aufholen. Beziehungsweise wieder aufladen, ne? Ah, Schild ist krank. So, Doros kassiert. Okay, interessanter Lag im Replay, aber wir haben auf jeden Fall den Kill gemacht. Hier ein bisschen viel Damage. Aber Ando kommt rein und macht das jetzt hoffentlich hier, oder? Boi. Ich meine Granate einmal getroffen. Digga, ist das viel Damage. Bam. Ich muss weg hier. Ja, Doros kann nämlich jetzt rein. Hört mich interessanterweise aber nicht. Oder vielleicht hört er mich, aber weiß nicht, dass ich hier bin. Perfekt. So, Damba. Perfekt, Healer ist down. Das machen wir doch jetzt, oder? Das machen wir doch jetzt. Gott, bin ich low. Oh nein, Willow! Das darf doch nicht wahr sein. Kommt sie da beim Respawn erstmal direkt nach oben. Aber egal, Andro ist da mit dem Double Kill. Und wir haben verteidigt. 2:2. Nach 11 Minuten. Naja, es geht ganz schön zur Sache hier. Wenn wir auf die Sets gucken, sehen wir inzwischen das Rohr schon 15 Mal gestorben. Und unser Damager, also ich, 4 Mal. Ja, das ist krass. Wie hart Doros einfach nichts bringt, wenn er ausgekontert wird. Das ist einfach so. Wenn wir dann mal auf die Damage-Charts gucken, dann bin ich mal gespannt. Ja, glatte 120.000, das hatte ich auch so geplant. Also das war mein Ziel gewesen, dass ich nach dem 2:2 exakt glatte dazu. Nein. Das verwundert mich gerade selber, ist einfach mal geil. So einen Zwischenstand haben wir wahrscheinlich auch nur einmal im Leben. Einfach 100, genau 120.000. Sieht natürlich geil aus, aber seht ihr, der Damage-Unterschied ist krass. Und Inara ist vor den ganzen Damagern aus dem Gegnerteam. Also muss ich auch mal hier anerkennen, sagen, wirklich, Inara ist die beste Spielerin aus dem Gegnerteam. Und jetzt haben wir ein Problem. Inara hat mich verkrüppelt, ordentlich Damage gemacht. Und dann kommt Ashe von hinten in mich reingedasht. Und ich bin down. So. Wir sind alle tot. Bis auf Andro, der hat sich jetzt hoffentlich in Sicherheit gebracht. So. Ja, Granate hat irgendwas getroffen. Was genau, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall was. Und wir haben auch noch eine Ulti ready. Wir haben sogar noch 2 Ulti ready. Weil ich echt gedacht, sie würde vielleicht sogar mich ulten, aber ich glaube, sie hat sogar in unsere Richtung geultet, ne? Weil ich habe es nicht richtig gesehen, aber war Furia da gerade gestunt? Gut, die ist down. Kommt noch irgendjemand? Nö. Dann behalten wir erstmal 20% übrig. Ich kann einfach besser durchs Visier... Oh, du Arsch. Du Arsch. So, ich kann einfach besser durchs Visier schießen als andersrum. So, jetzt haben wir aus irgendwelchen Gründen da wegen der Meldama oder so, keine Ahnung, meine Granaten gebackt. Ich konnte sie auf einmal nämlich nicht mehr aufladen. Für diesen einen Moment da eben. Aber zum Glück war das nur einmal. Vielleicht bin ich auch einfach von der Taste losgekommen. Das ist wahrscheinlich die wahrscheinlichere Variante. Wobei ich einen Bug in Paladins nicht ausschließen möchte. Passiert ganz selten, dass es in einem Gamer Bugs gibt. Aber ich möchte es trotzdem nicht ausschließen. Oh Gott. Bin ich low und dann auch wieder Anti-Heal. Und ich kann nicht in den Strahl rennen. Ich könnte schon, aber irgendwie war mir das zu riskant. Hallo Ash. Bam, ist down. So, jetzt haben wir noch Willow ein bisschen Damage rein. Dass sie nicht auf dumme Gedanken kommt. Ja, Inara ist wieder da. Aber ich habe auch Doros irgendwo gehört, allerdings nicht gefunden. Deswegen haben wir uns weiter auf Inara konzentriert. Einmal den Krüppelding kaputt schießen. Und Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, hi. Wollte mich jagen. Kam Andro zur Hilfe und gemeinsam haben wir ihn kurz mal fertig gemacht. So, das müsste eigentlich unser Punkt sein, aber sowas von safe. Willow traut sich sowieso irgendwie nicht, steht die ganze Zeit nur da hinten rum. Kann man mal machen. Weil Willow natürlich im Highground deutlich besserer Champ ist. Oh, da haben wir ihn ordentlich Damage gemacht. Dass sie sich zurückziehen muss. Und wir gehen jetzt nach oben. Ich hatte darauf spekuliert, dass sie da noch ist, ist sie aber nicht. Oh, bye bye. Ich bin sehr, sehr low. Sehe, Inara kommt, um mich zu jagen. Und jetzt tricksen wir sie aus. Komm, tschüss. Ist sie nicht drauf klargekommen? Und jetzt steht sie da oben. Das ist natürlich gut. Jetzt hat sie den Highground da oben. Oh, genau, da müssen wir wieder nachladen. Granate kommt, macht Damage, aber er ist down. So, da wollte ich kurz jagen gehen. Aber das Problem ist, Doros hat direkt haufenweise hier kassiert.
Dama ist ja einfach der krasseste Healer. Und da kann man dann... Da kann man schon was machen, ne? Aber es ist natürlich dann schon krass. Wenn der Typ dann mal kurz wieder Full Life ist. Ich hatte damit gerechnet, dass der jetzt schön low ist, aber nö. Na, Ash, wie geht's? Ja, ist zu viel Damage für dich. Da gehst du lieber wieder, ne? Dachte ich mir. Dieses Schild nervt mich so hart, ne? Ja, der Dumba hielt eh alles full, was da irgendwie kreucht und fleucht. Also da brauchen wir uns gar keine falschen Hoffnungen zu machen. Und Willow schießt genau hier auf die Ecke rauf. So, jetzt kommen wir durch. Perfekt. Das hier ist nicht unbedingt der ideale Punkt, um irgendwo zu schießen. Also gucken wir es mal hier. Willow ist zum Beispiel low und weg. Ich habe Dumba gehört, dass der hier rumfleucht. Also, komm. Haut ab. War natürlich klar. Inara ballert auf mich. Ist ja egal, es stehen ja auch nur 20.000 Gegner vor ihr. Und wieder mal kriegen wir Ash nicht down. Aua, 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 aua. 5 Lebenspunkte, das ist jetzt nicht unbedingt die beste Ausgangsposition. Ich verstecke mich dann mal. Oh, hallo Inara, ich gehe. Ha! Shit, ein Glück hat die mich nicht gesehen. Ach komm, die war schon wieder fast down und jetzt kriegen wir es nicht hin. Manchmal frage ich mich auch selber, wo ich eigentlich hinschieße, ne? Aber ist okay. So, Inara nervt. Egal, ich gehe einfach. Furia Heal ist ja da. Das Ding ist, wer soll jetzt ans Payload gehen, ne? Obwohl, wir haben den Kill gemacht. Andro holt die Overtime raus, das ist schon mal gut. Haut jetzt ab, wurde zum Glück nicht verkrüppelt von Inara. Oh. Aber Barrick ist down, genauso wie Inara zum Glück. Egal. Trotzdem ist nicht ideal. Okay, hallo Ash. Komm, die können wir jetzt hier kriegen. Das spüre ich. Ich habe so eine scheiß Position hier oben. Okay, wo ist sie hin? Ja, ich habe die Treppe verpasst. Aua. Ja, und Fury ist natürlich tot, weil Fernando sie die ganze Zeit alleine lässt. Am Payload. Und Barrett zu spät gerespawnt ist. Nicht unbedingt optimal. Schauen wir beim letzten Mal auf den Zwischenstand, bevor es in den finalen Punktkampf geht. Es steht ja 3:3. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt feststeht, wer jetzt den letzten Punkt holt, weil bisher war es einfach echt ausgeglichen. Der Fairness halber müssten jetzt eigentlich die Gegner gewinnen, aber habe ich jetzt nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. 19 Tode für Drogos, 6 für mich. Ich würde mal sagen, RIP. Puh. Healing übrigens, wie ich schon sagte, Dumba völlig am Eskalieren. So, ich bin gespannt. Wir haben 5 Ultis. Ne, haben wir nicht. Barrick hat keine Ulti. Wir haben 4 Ultis, die Gegner haben 5. Das heißt, da sind sie leicht im Vorteil. Okay, alle da, alle da. Oh Gott, oh Gott. Nein, ich bin verkrüppelt. Das darf nicht wahr sein. Zu low, zu low. Furia guckt mir zu, während ich sterbe. Finde ich gut. Kann man als Healer mal so machen. Ja, der Punktkampf geht komplett nach hinten los. Dann hat er nur aufverkrüppelt, würde jetzt sterben wahrscheinlich. Ultet, nee, lieber ultet, lieber für sich alleine. Und stirbt. Barrick auch tot. Es gibt nur noch einen, der lebt. Das ist Andro. Der wird gerade von allen gejagt. Und Dumba hielt alles voll. Ich hau ab, ich will nicht verkrüppelt werden von Inara. So ein Risiko gehe ich gar nicht erst ein. So, bam. Da fliegt er weg, da fliegt er weg. Und Ash ist da mit dem Schuss und ich bin down. Hab keinen erwischt mit der Ulti, war keine gute Ulti. Sehr ungünstig. Die haben 93% und unser Damager ist tot. Allerdings ist Willow auch tot und der Healer, sehr gut. Double Kill für Andro. Aber Andro ist auch down. Inara war ultra low. Die muss eigentlich jetzt jemand holen, perfekt. Nando macht den Double Kill. Jetzt können wir zumindest die Prozente sammeln. Nice. Guter Stun von Furia. Bam, Granada auf Willow. Ich bleib trotzdem lieber hinten stehen und pass auf, dass, sobald die dann ankommen hier, ne? Und, hatte gar nicht gesehen, dass wir da schon so weit waren mit dem Prozent. Ich dachte, wir hätten weniger. Glück gehabt. Tja, Leute, der letzte Punkt haben wir irgendwie komplett RIP, aber trotzdem haben wir das Ganze am Ende gewonnen. Wunderbar. Hier seht ihr die finalen Stats. Ich sag's wieder mal hier, warum... Oder Leute, pickt nicht Drogos als erstes oder zweites. Ihr seht 20 Tode. Ja, und das ist ein Masterspieler gewesen. Also nix Bronze 2, so, ne?
Der war Master und hat es trotzdem nicht geschafft, logischerweise. Ist ja auch klar, wenn du rigoros von allem ausgekontert wirst. Ja, Damage haben wir sehr schön angeführt, finde ich gut. Gegnerteam, Damage. Sagt, denke ich mal, alles, wenn Drorus 7000 Damage mehr hat als die Tanks. Und der Tank ist Ash. Wie gesagt, Inara war bester Spieler aus dem Gegnerteam. Und hier bei uns hat es auch gut funktioniert. 21 und 18 Kills von unseren Damage-Flankierern. So sieht das gut aus. So sollte das auch sein. Wunderbar. Gut, das war's von diesem Gameplay von Victor. Ja, Champ, den ich auch eigentlich nie viel gespielt habe. In letzter Zeit ein bisschen öfter, weil er ja einfach jetzt auch sehr stark geworden ist. Und an das Schnellschießen, also beziehungsweise das Schießen, während ich schnell laufe, muss ich mich einfach nochmal einspielen. Das war, wie gesagt, mein allererstes Game damit. Und dementsprechend noch ein bisschen ungewohnt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.